Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe eine Nachricht bekommen mit einem Videowunsch. Die würde ich jetzt gerne vorlesen und dann gehen wir auf die Nachricht ein und machen das heutige Video dazu. Zum Thema Ziel fokussieren, dranbleiben und wie man das am besten schafft, nicht vom Weg abzukommen und sich vielleicht auch irgendwie selbst immer wieder zu motivieren, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe nach wie vor das Problem, sparsam sein zu wollen und dann doch fast wieder Impulskäufe zu tätigen. Ich konnte mich jetzt schon zweimal selbst zurückhalten, aber es fällt mir eben noch unheimlich schwer. Ich habe mir ein Vision Board erstellt und schaue es mir jeden Tag an. Das hilft mir schon etwas. Ich möchte das auf ein bisschen verschiedenen Ebenen angehen. Wir starten einfach mal ganz grob mit diesen. Wie kann ich durchhalten? Wie kann ich mein Ziel erreichen? Und dabei jetzt mal völlig ungeachtet, was dein Ziel ist. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Dieses Ziel kann sein, wie hier eben beschrieben, dass man weniger Impulskäufe tätigen möchte. Das kann sein, dass man mehr meditieren möchte. Das kann sein, dass man irgendwie mehr Sport treiben möchte, dass man sich gesünder ernähren möchte, dass man mehr Zeit für sich haben möchte, dass man mehr Zeit mit dem Partner haben möchte, dass man mehr lesen möchte. Whatever. Also es gibt ein Ziel in deinem Leben und ich würde behaupten, jeder von uns hat mindestens eins. Wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr immer 10 parallel. Wie gehe ich jetzt ganz konkret dabei vor? Was kann ich euch für Tipps geben, was euch hilft, eure Ziele tatsächlich auch zu erreichen, dauerhaft motiviert zu bleiben und was ihr tut, wenn dann eben wieder solche Einbrüche passieren? Als erstes schreibt euch mal ganz konkret auf, was euer Ziel ist. Aufschreiben finde ich immer sowieso eine gute Idee, das so ein bisschen visuell mal zu haben. Was ist denn das Ziel? Also mach's konkret. Nicht, ich möchte mehr meditieren, sondern ich möchte einmal die Woche meditieren. Und das möchte ich jetzt mal 3 Monate durchziehen. Oder ich möchte keine Impulskäufe mehr tätigen. Ich möchte immer mindestens 48 Stunden darüber nachdenken. Oder ich möchte mein Budget von 200 € im Monat für Luxusartikel, Konsumgüter nicht überschreiten. Oder was auch immer es ist. Mehr Sport treiben heißt vielleicht, du möchtest zweimal die Woche in einen Kurs im Fitnessstudio gehen. Also mach's mal ein bisschen konkreter, schreib es mal so auf. Und dann überleg schon mal, was sind denn die Hürden auf dem Weg dahin? Also was könnte dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen? Das kann sein, dass dir noch die richtigen Sportklamotten fehlen, also wird ein To-Do Sportklamotten kaufen. Das kann sein, dass du noch nicht weißt, welche Meditation du nutzen kannst, also wird ein To-Do daraus, dass du dir eine Meditationsplaylist auf YouTube erstellst. Das kann sein, dass du in deinem Alltag mit den Kindern gar nicht so die Ruhe findest, also sprichst du mit deinem Partner darüber, wo du Meditationspausen einbauen kannst. Oder probierst das für dich mal aus. Also schreib erstmal auf, was könnten denn die Hindernisse auf dem Weg zu deinem Ziel sein? Und überleg schon mal, was kannst du tun, um das zu verhindern, um, wenn dieses Hindernis kommt, darauf vorbereitet zu sein. Also es kann zum Beispiel ein Hindernis sein, dass du einen sehr emotional anstrengenden Tag hast und dann doch wieder einen Impulskauf tätigen möchtest. Und in diesem Moment kannst du zum Beispiel dich vorbereitet haben, indem du einer Freundin davon erzählt hast und der in dem Moment schreiben kannst und dir sagen kannst, hier, ich stehe wieder kurz davor, so einen Impulskauf zu machen. Das kann ein Post-it sein an deinem Laptop, wo du die Bestellung gerade abschickst, der dich an dein Ziel erinnert. Und wenn das nur eine Zeichnung ist, wenn das ein Wort ist, wenn das das Wort Stopp ist, um dich kurz innehalten zu lassen, was auch immer für dein persönliches Ziel passt. Überleg, was sind die Hindernisse? Und wie kann ich die aus dem Weg räumen? Oder was kann ich jetzt schon tun, um mich vorzubereiten, anzufangen, mein Ziel zu erreichen? Und dann geht's los. Dann muss es halt einfach auch mal losgehen. Also dann setzt du dir auch einfach mal einen Tag, wo du anfängst. Und wenn dir das schon zu Beginn sehr schwer fällt, dann versuch dir einen Buddy zu suchen. Ein kleines Beispiel von mir. Ich gehe im Moment super wenig spazieren und ich weiß, dass mir das aber wahnsinnig gut tut. Und meiner Freundin geht es ähnlich. Also verabreden, wir wohnen an komplett unterschiedlichen Orten. Aber wir verabreden uns einmal die Woche zu einer ganz bestimmten Uhrzeit und dann laufen wir beide an unseren Wohnorten los. Und wir berichten uns davon und wir schicken uns Fotos davon und wir tauschen uns darüber aus. Aber es gibt einen Termin in der Woche, wo wir verabredet sind, wo wir spazieren gehen. Und dann mal gucken, wo uns der Weg weiterhin führt. Ob wir das dann ausdehnen können, ob wir es nicht zwingend immer zusammen machen müssen. Aber für dieses Reinkommen, das fiel uns beiden schwer, so haben wir uns zusammengetan.
Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, mit dem du dich zusammentun kannst, mit dem du denselben Sportkurs belegen kannst, zum Beispiel. Genau, und dann musst du tatsächlich einfach auch mal loslegen und den ersten Schritt machen und das erste Mal deine neue Gewohnheit zum Beispiel oder das, was dein Ziel ist, anpeilen, anvisualisieren, loslegen. Und dann werden immer wieder Hindernisse auf dem Weg kommen. Es wird immer wieder was passieren, was deine Pläne vereitelt. Du hast dir eigentlich vorgenommen, heute in den Sportkurs zu gehen und dann wird dein Partner aber krank, kann nicht auf die Kinder aufpassen. Zum Beispiel. Oder du bist überhaupt nicht motiviert, du hast so einen schlechten Tag und du kannst dich nicht aufraffen, heute noch zu meditieren. Und was dann ganz, 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 ganz wichtig ist, nicht in Selbstvorwürfe zu geraten, weil das ist was vollkommen Normales und das wird immer und immer und immer wieder passieren. Das ist normal, das passiert uns allen. Was du nicht tun darfst, ist dich dann selbst dafür zu verurteilen. Weil du willst dieses Ziel ja eigentlich auch erreichen, weil du dir was Gutes tun willst. Weil du an dir arbeiten willst. Und dann, wenn es mal schwierig wird, dich selbst wieder zu verurteilen und schlecht zu machen, ist ja wieder genau der falsche Weg. Also da liebevoll zu sein, zu sagen, ja okay, dann ist das gerade so. Ich nehme das jetzt so an, dass das jetzt so ist. Aber ich suche auch jetzt konkret in diesem Moment eine Lösung dafür, damit ich nicht wieder aufhöre, sondern damit ich dranbleibe. Damit ich, wenn der Partner wieder gesund ist, nächste Woche definitiv wieder zum Kurs gehe. Dass ich mich aufraffe, jetzt doch noch zu meditieren, weil mir das gerade jetzt besonders gut tun würde. Oder was auch immer dein persönliches Thema ist. Und was da helfen kann, ist zum Beispiel, dass ihr mal Rückschau haltet, wie liefen denn die Wochen davor? Hey, ich war schon 5-mal in dem Sportkurs. Hey, ich habe es schon geschafft, 2 Wochen lang am Stück regelmäßig zu meditieren. Und sich das nochmal bewusst zu machen, dass ihr ja schon viel weiter seid, als zu dem Punkt, wo ihr noch gar nicht angefangen habt. Oder auch zu schauen, ich habe es schon geschafft, 2 Impulskäufe eben nicht zu tätigen. Und immer dann, in diesen Momenten, wenn ihr euch zum Beispiel eine Gewohnheit abgewöhnen wollt, lobt euch dafür, wie ihr das bei euren Kindern macht. Die bringen euch eine tolle Zeichnung und ihr lobt die und lobt die und lobt die. Macht das doch auch mal für euch selbst. Hey geil, ich habe diesen Impulskauf nicht getätigt, mega. Oh, ich bin so stolz auf mich. Ich habe gerade 10 Minuten meditiert und das war so schön. Mann, das habe ich echt, echt gut gemacht. Führt das ein. Dann ist nämlich nicht nur dieses positive Erlebnis von ich habe einen Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel gemacht, sondern ich selbst lobe mich dafür auch noch. Ich feiere mich dafür. Und das gibt wieder noch mehr Positivität obendrauf. Und das ist ganz wichtig, die Motivation zu halten und dran zu bleiben. Und eben in so Momenten, wo ihr kurz davor seid, abzubrechen, das Ganze sein zu lassen, das Ziel Ziel sein zu lassen, zu überlegen, hey, was habe ich denn schon geschafft und darauf stolz zu sein und daraus neue Motivation zu ziehen. Wie gesagt, es ist immer gut, einen Buddy zu haben und wenn es nur jemand ist, der mir erzählt, ich habe das Ziel und heute struggle ich, hilf mir, mich wieder aufzubauen, mich zu motivieren, um morgen wieder weiterzumachen. Aber es auch als was ganz Natürliches anzusehen, dass man nicht so sein Ziel erreicht, sondern dass man so sein Ziel erreicht. Das ist einfach bei uns allen so, das ist normal und das ist vollkommen okay, solange ihr irgendwie immer näher an dieses Ziel kommt und nicht müde zurückgeht. Es kann helfen, ein Vision Board zu haben, genau. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weisen aussehen. Machen wir jetzt mal was ganz Klassisches. Ihr wollt eben mehr Sport treiben. Dann sieht man da halt ein Fitnessstudio und Sportklamotten und eine Yogamatte und Hanteln oder was auch immer. Und mit einem Vision Board kann man auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen arbeiten. Ihr könnt es auf dem Handy als Bild haben und euch immer wieder ansehen. Ihr könnt euch das zum Beispiel bei Canva, kann man das super gut einfach online erstellen. Dann geht ihr zu Rossmann oder DM und druckt euch das aus und hängt euch das in einer wirklich tollen Qualität, vielleicht noch eingerahmt, irgendwo hin. Also bei mir stehen 3 Vision Boards verteilt. Ihr könnt es aber auch ganz klassisch machen. Ihr nehmt euch ein Blatt Papier, ihr sucht euch Bilder raus und klebt das tatsächlich auf, wie das so ganz klassisch mal angefangen habt. Und je nachdem, was ihr für ein Typ seid, ich bin so ein Typ, das steht da irgendwo und ich nehme das immer wieder im Laufe des Tages unterbewusst wahr. Ich weiß, was da drauf steht, was da für Bilder sind.
Oder ihr seid der Typ, der sich wirklich aktiv davor setzt, sich das alles anguckt, sich in diese Version von sich selbst hineindenkt, wenn man dieses Ziel schon erreicht hat. Wenn man, ohne darüber nachzudenken, ohne Kontakt mit seinem inneren Schweinehund zu haben, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht und da richtig Spaß dran hat. Ihr versetzt euch in diese Version von euch selbst und fühlt das. Das ist noch effektiver, aber ganz ehrlich, ich mach das nicht, kann das nicht. Und arbeitet quasi ganz aktiv mit diesem Vision Board. Immer morgens zum Beispiel oder immer abends, wenn ihr schlafen geht oder so. Das kann man auch machen. Ihr könnt eine Journal-Übung machen, indem ihr schreibt, Katze, das sieht unglaublich creepy aus mit deinen Augen. Indem ihr aufschreibt, warum ihr dieses Ziel erreichen wollt. Warum möchtest du denn keine Impulskäufe machen? Warum möchtest du denn regelmäßig zum Sport gehen? Das hat ja ganz bestimmte Gründe. Und sich das mal aufzuschreiben und sich daran immer wieder zu erinnern, wenn man ein Tief hat. Was ihr auch machen könnt, ist am Kalender jeden Tag abzuhaken, den ihr gut überstanden habt. Also das Thema mit den Impulskäufen, da kriegt jeder Tag einen grünen Haken, an dem ihr keinen Impulskauf hattet. Und selbst wenn an einem Tag mal keinen grünen Haken bekommen kann, sind da immer noch 15 grüne Haken. Und auch das motiviert wahnsinnig gut. Oder wenn ihr sagt, ich möchte 30 Tage lang kein Social Media nutzen, dann habt ihr auch ein Blatt Papier, da sind diese 30 Tage aufgelistet und die werden immer abgestrichen oder bekommen auch einen Haken oder was auch immer, um das visuell für euch sichtbar zu machen, wie weit ihr schon gekommen seid. Und wenn das ein sehr, sehr großes Ziel ist, also wenn das schon fast unvorstellbar ist, dass ihr das jemals erreicht, dann brecht das in kleine Unterziele runter, setzt euch da vielleicht auch ganz konkrete Deadlines, bis wann ihr diese Teilziele erreicht haben wollt, dann feiert diese Teilziele und dann kommt so Schritt für Schritt, peu à peu, Absatz für Absatz zu eurem Ziel. Also wenn das sehr groß ist, dann macht es einfach ein bisschen kleiner. Das waren jetzt die Dinge, die ich so zu diesem großen Thema sagen konnte, wenn du ein Ziel hast. Wie bleibst du motiviert? Wie erreichst du das? Post-its sind immer eine gute Idee, um sich daran zu erinnern, wo will ich hin, warum will ich das hin, irgendwelche Sprüche, die einen motivieren. Ansonsten folgt Leuten auf Instagram, die da sind, wo ihr seid. Ihr wollt mehr Sport machen, dann folgt Leuten, die euch ein gutes Gefühl geben mit ihrem Fitness-Account. Oder ihr wollt mehr lesen, dann folgt Buchaccounts. Ihr wollt mehr meditieren, dann folgt auf YouTube-Kanälen, die Meditation anbieten. Und immer wenn die dann zum Beispiel eine neue Meditation hochladen, wisst ihr, ah, heute, Mensch, dann meditiere ich doch heute mal wieder. Also schafft in eurem Leben immer wieder Erinnerungen an dieses Ziel. Macht es zu einem Teil eures Lebens mit all diesen vielen Kleinigkeiten. Redet über dieses Thema. Lest über dieses Thema. Nochmal Thema Impulskäufe. Da gibt es ja ganz viel, was man auf YouTube oder in Blogs dazu sich angucken oder lesen kann. Über Hintergrundgeschichten, Erfahrungsberichte. Und was ich euch auch immer empfehle, egal was euer Ziel ist, schaut euch an, warum klappt es noch nicht? Was habe ich für blockierende Glaubenssätze, die mich daran hindern, dieses Ziel zu erreichen? Was sind meine festgefahrenen Verhaltensmuster? Also warum habe ich immer wieder Impulskäufe? Warum gehe ich doch nicht zum Sport? Warum bin ich unmotiviert, wenn es um Sport geht? Warum lese ich doch nicht jeden Tag? Also was sind da für blockierende Glaubenssätze dahinter? Was habt ihr schon für blockierende Verhaltensweisen entwickelt, die euch da auf dem Weg zu eurem Ziel im Wege stehen? Also die diese krassen Hindernisse sind. Und wie könnt ihr die ganz konkret überwinden? Also wie man blockierende Glaubenssätze für sich auflöst, darüber habe ich schon ganz viele verschiedene Videos gemacht. Die findet ihr hier auf dem Kanal. Mit blockierenden Verhaltensweisen läuft es im Grunde ähnlich. Ihr müsst die erstmal aufdecken, um dann zu gucken, wie kann man das anders handhaben, um immer zu hinterfragen, wo kommt das her? Wann ist das mal entstanden? Wann habe ich angefangen, das zu denken, das über mich zu denken? Und ist das eigentlich wahr? Stimmt das eigentlich? Oder kann ich einfach sagen, nee, ist doch eigentlich totaler Bullshit, will ich auch nicht mehr glauben, mache ich auch nicht mehr. Und sich immer wieder daran zu erinnern, es ploppt ein blockierender Glaubenssatz auf, oh, du bist halt zu doof zum Sparen. Stopp, das wollte ich nicht mehr über mich denken. Ich kann sparen, ich kann sehr gut mit meinem Geld umgehen. Ich muss diesen Impulskauf gerade überhaupt nicht tätigen. Warum wollte ich den gerade tätigen? Mal in mich gucken, was ist da gerade mit mir? Wie fühle ich mich? Was sind da für Gefühle da? Und wie kann ich anders mit diesen Gefühlen umgehen, als jetzt einen Impulskauf zu tätigen?
Wie kann ich mit meinem inneren Schweinhund anders kommunizieren, als eben nicht zum Sport zu gehen? Was kann ich mit dem für einen Kompromiss finden? Ich gehe zum Sport und nachher noch in die Sauna, da hast du deine Entspannung. Was auch immer es ist, geduldig mit sich selbst bleiben, sich selbst als Freundin ansehen. Wie würdet ihr mit eurer Freundin sprechen, wenn die kommt und sagt, oh, heute habe ich wieder nicht meditiert? Was würdet ihr denn zu ihr sagen? Und tatsächlich immer auch zu gucken, was läuft hier oben eigentlich ab? Was ist die Shitshow, die ich mir hier oben die ganze Zeit erzähle, die mich daran hindert, mein Ziel zu erreichen? Ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworten konnte, dass das alles erklärt hat, was du dir mit diesem Video gewünscht hast. Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr mir alle super gerne in den Kommentaren noch weitere Fragen stellen. Erzählt gerne auch, wie das bei euch lief, was ihr vielleicht noch für Tipps habt zur Zielerreichung. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so war, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Teilt dieses Video gerne mit anderen Menschen, die gerne ihr Ziel erreichen wollen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.